Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen beim Digitalfuchs. Es ist mal wieder soweit. Wir haben Montag und ich habe euch versprochen, an jedem Montag werden wir jetzt eine neue Folge Pimp My Ride rausbringen. Das heißt, ich style für euch mal wieder wunderschöne Fahrzeuge zusammen und ich hoffe, dass ihr die Looks cool findet, sie am besten nachkreiert, nachbaut und selber damit rumfahrt. Das würde mich natürlich super freuen. Kommen wir gleich zur Sache und was haben wir als Karosserieversion? Diesmal habe ich mich tatsächlich wieder entschieden für den Octane, das momentan mein persönliches Lieblingsfahrzeug ist, mein ernanntes, habe ich mich natürlich auch hier wieder für den Octane entschieden. Ich finde, damit kann man auch die besten Looks kreieren, was natürlich nicht heißt, dass die anderen Fahrzeuge nicht cool aussehen können, aber gehen wir nun mal weiter zum Aufkleber. Und da haben wir diesmal den Schädel gewählt. Ich zeige euch das Ganze hier nochmal in der Auswahl. Sollte von euch jeder theoretisch bei den Aufklebern drin haben. Das heißt, ihr könnt den Look ganz, ganz einfach nachkreieren. Ich zeige euch das Ganze hier nochmal im Seitenprofil von hinten, von der anderen Seite und von vorne. So, und dann gehen wir auch schon weiter zu den Lackierungen. Da haben wir hier einmal auf der Team Blau Seite Spalte und Zeile 2 jeweils in Matt und auf der Primär, auf der Sekundärseite natürlich, haben wir Schwarz. Und bei Team Orange haben wir hier bei Primär Spalte 1, Zeile 1 und bei Sekundär auch wieder komplett schwarz unten. Alles in Matt gehalten wieder, gefällt mir so für diesen Totenschädel-Look am allerbesten. Bei den Rädern habe ich mich diesmal für die Hero entschieden. Das sind die neuen Räder aus der Velocity Crate, aus der Geschwindigkeitskiste. Und mir persönlich gefallen sie sehr gut. Es ist nicht viel gepainted an diesen Rädern. Ihr kennt die Originalen und es sind nur zwei kleine Stellen. Aber in Schwarz passen sie hier für unseren Look natürlich am besten. Wir drehen uns hier mal einmal ganz kurz herum um das Fahrzeug und schauen uns das Ganze jetzt mal so weit an. Denn ich habe zum guten Schluss noch was für euch vorbereitet, und zwar Dachaufsätze. Ich weiß, viele von euch benutzen natürlich keine Dachaufsätze, aber in diesem Fall passt der gute Bone King hier tatsächlich sehr, sehr schön zu unserem Fahrzeug. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Wenn das so ist, haut mir bitte auf den Like-Button, damit würdet ihr mir ein bisschen helfen. Und wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt und sagt, das ist eigentlich ganz cool, was der hier macht, dann würde ich mich natürlich auch super freuen, wenn ihr mir ein Abo da lassen könntet. Schreibt mir fleißig Kommentare. Natürlich auch, wenn ihr Fahrzeuge habt, die ich für euch nachbauen soll, euer Traumfahrzeug oder was ihr schon immer mal zusammen sehen wolltet, dann schreibt mir auch das bitte in die Kommentare. Da würde ich mich natürlich super drüber freuen, wenn ihr mir ein bisschen helfen könntet. Dann habe ich auch mal wieder neue Ideen für coole Fahrzeuge für euch. Ansonsten haut rein, liebe Freunde. Bis dahin, euer Digitalfuchs.